Möchte jetzt noch ein Beispiel zeigen zum Thema Trägheitskräfte, wie man so sagt, also Scheinkräfte kann man auch sagen. Stellen wir uns vor, wir fahren in einem Zug oder so, oder in einem Auto, da nach hinten. Ich zeichne mal die Umrisse vom Auto. Irgendwie, das ist so ein Polygon, vielleicht wie so. So. So was. Einfach, dass man sich das vorstellt, das ist ein Körper, der also dann hier. Ja, das reicht so. Das soll da in diese Richtung fahren. Es soll gleichzeitig durch Kurvenbewegung und so weiter nach links und nach rechts bewegt werden. Ich kann das machen, indem ich dem Körper zunächst mal einfach eine Schiene verpasse, dass es nicht noch kippen kann, damit es ein wenig einfacher zu erklären. Ich will die Kurvenbewegung machen, indem ich da am Körper noch eine Feder platziere und dem Körper eine Anfangsgeschwindigkeit gebe, da nach rechts zum Beispiel von etwa 3 Meter pro Sekunde. So, schauen wir mal, ob er das macht. Ja, und jetzt schwingt er hier also hin und her. Die Feder sorgt dafür, dass die Schwingung eben dann diese Kurvenbewegung mehr oder weniger simuliert. Das ist das, was man auch spürt im Auto vielleicht. Gehe ich mal zurück. Will man das hier nicht unbedingt immer zeigen, das Schiene, auch die Feder brauchen wir nicht unbedingt dauernd zu sehen. Also jetzt bewegt sich das Auto so hin und her. Jetzt können wir uns vorstellen, wir haben im Auto drin irgendeine Masse befestigt, vielleicht mit Federn oder vielleicht hängt das da runter mit einem Seil. Die Masse soll dann einfach so unsere Beobachtungen der Natur erlauben, und wenn die Masse nicht weiter beschleunigt wird, dann ist es so, dass ja die Masse dann stehen bleibt innerhalb dieses Autos. Die Masse erfährt keine Kraft. Und wenn ein Passagier da sehr lose drin sitzt, würde er auch so hin und her schaukeln, wobei er halt eigentlich seine Position beibehält und das Auto, eben dieser Untersatz, hin und her bewegt wird. Soweit alles okay, die Kräfte wirken aufs Auto, das sind echte Kräfte von der Feder von außen, das da bleibt einfach stehen aufgrund seiner Trägheit. Jetzt ändern wir mal das Bezugssystem, wir schauen das Ganze nicht von außen an, wo wir sehen, wie das Auto hin und her geht, sondern wir montieren mal eine Kamera quasi ins Auto hinein. Die Kamera soll das Ganze jetzt mal beobachten. Das heißt, wir setzen hier einen Punkt, ich glaube, es ist nicht mal nötig, aber wir setzen einen Punkt und sagen, wir möchten ein neues Reference Frame machen. Das soll jetzt dieser Punkt sein. So. Ich glaube, es geht. Nein, hat es nicht richtig gemacht. Ich weiß auch nicht, warum er da nach unten gesprungen ist. Nochmals. Egal, jetzt sind wir also da unten offenbar. Wir sehen es auch so. Ich will jetzt, dieser Punkt hat das nicht richtig gesetzt, den will ich rausnehmen. Ich will da einen Punkt mitten auf diese Masse setzen und den da quasi als Beobachtungspunkt nehmen. Also New Reference Frame, das alte lösche ich wieder. Mache da das Reference Frame neu und setze es dann auf diesen Punkt hier. Ups, habe ich vergessen, zuerst zu aktivieren. So, jetzt da. Soll es dieser Punkt sein. Okay, jetzt hat er hier ein kleines Auge gezeichnet. Das heißt, jetzt sitzen wir mit der Kamera quasi da drauf. Die Kamera ist dann mit dem Auto fixiert, das heißt, das Auto bewegt sich nicht. Wenn ich die gleiche Messung jetzt mache und einfach beobachte, was die Kamera zeigt, dann zeigt die Kamera, dass diese Masse im Innern da scheinbar hin und her geschüttelt wird. Jetzt wissen wir natürlich von vorher, dass das nicht so ist, sondern eigentlich ist das Auto in Bewegung. Aber wenn wir sowas sehen, dann sagen wir intuitiv, wenn wir nicht wissen, dass wir da in einem beschleunigten System sitzen, sagen wir intuitiv, da ist offenbar eine Kraft auf dem Punkt wirksam, die den Punkt hin und her schleudert. Windstöße zum Beispiel oder elektrische Kräfte oder eine versteckte Feder. Aber da ist keine Kraft. Die einzige Kraft, die da ist, ist die Kraft, die auf das Auto wirkt. Das haben wir vorher so vorgesehen mit dieser Feder. Und das, was wir hier sehen, sind sogenannte Scheinkräfte. Kräfte, die scheinbar vorhanden sind, weil wir uns da in einem beschleunigten Bezugssystem sind. Das Messsystem, alle Messungen funktionieren jetzt von diesem bewegten Auto aus und da misst man eben falsche Dinge. Das ist etwas, was man heute auch mit diesen mobilen Kameras sehr schön direkt filmen kann in einem Auto drin, wie da die Köpfe hin und her spicken und so. Das sind keine echten
Bewegungen, also echte Kräfte, die diese Köpfe hin und her spicken. Das sind effektiv nur Scheinbewegungen, die von der Bewegung des Referenzsystems erzeugt werden.